Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René, und ich begrüße euch heute recht herzlich zur nächsten Folge von Sim Airport, meine Damen und Herren. Jawohl, 4 Folgen schon beim Aufnehmen, das hier ist die 4. Folge und heute nehme ich ein bisschen Kredit auf. Heute werde ich die Gepäckausgabe endlich hinbekommen, meine Damen und Herren, und darauf seid ihr bestimmt schon gespannt. Nach dem Intro, los geht's. So, wir starten hier und apply for credit increase. Please wait. Wir können einen Kredit von $278.000 Maximum aufnehmen. $100.000 sind da schon mal alleine für den einen Bereich von Foundation weg. Wollt ihr mich veräppeln? Ist das Apple? Ja, nehmen wir mal auf. Mit $278.000 schaffe ich nicht auszuführen. Ist das? Haben wir gleich wieder los. Ich brauche Planung. Bürgerplanung. Ich kann es mir nicht lassen, dass ich so eine hohe horrende Summe ausgibt. $27.000. Das wird heftig. Das wird heftig. So, die sind dann mal fertig. Und sie fangen schon an da unten. Thank you.
So. Versorgung. So. Wo kann ich das hin? Wo wohl? Da kommt es hin. Dann machen wir da Ausgang. So. Ja. Er wurde Gebäckzone. Ja, ich weiß. Dann gehen wir da nochmal auf. Dann brauche ich da nur die Wände bauen. Ich würde sagen, dass er da schön... So, da die Wände. Die Stiege. Nach unten. Kommt man dahin. Dann da. Geht's natürlich nicht. Da kann ich es aber auch nicht aufbauen. Da könnte ich wieder aufbauen. Ah, super. Da geht's nicht. Das ist blöd. Unzureichend Guthaben. 27,5. Meine Güte. Ich hab's gehört nicht. Ich hab's verdammt gehört nicht. Die kann mir, der kann den Kredit leisten. Shit. 27.500 brauche ich. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Das wird nix. Muss ich da noch schnell das auch noch machen. Damit die Leute noch zu ihrem Gepäck kommen. Sorry. Das war natürlich beschienen. 27,5. 27,5 brauche ich. Dann kann ich hier das wirklich so aktivieren, wie ich es aktivieren möchte. Und dann werdet ihr das auch merken, wie dann die Passagiere da die Treppen runterrennen. Ne? Ich hoffe, ich schaff's am nächsten Tag dann. Ich hoffe, dass die Kosten da nicht so zu hoch werden, dass ich hier gleich unter 10.000 wieder falle, ne? Das gibt's nämlich auch noch, die Möglichkeit.
dass um Mitternacht die Kosten auf unter 10.000 runterfallen. Am besten wäre also ein Abschluss mit 20.000. Ne? Aber das ist der letzte Flieger für den heutigen Tag. Security, what's going on? What's going on, security? Come on. Please faster. Do it faster. Security. The boarding. Boarding is started. Security. Now, please check the time. Boarding. Completed. We have a delay of 50 minutes. The flight is delayed. But we are finished at 10,000 at the account. Nicht gut. Ich brauche 27.500 bitte für die Treppe. Jetzt kann da schon das Gepäck kommen. Oder es könnte kommen. Das und da geht nichts weiter. Ne? Ich habe keine Geld für Ausgang. Das ist nicht gut. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das so gut ist, wenn ich hier Gepäcksausgabe runtersetze. Die Leute runterrennen, das Gepäck holen und wieder da aufrennen. Ne? Das ist, glaube ich, ja nicht so richtig im Sinn der Sache. Ne? Ich hoffe, ich krieg's zeitmäßig mal hinten hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das neue Ausgangssystem noch in dieser Folge hier aktiviert bekomme oder nicht. Ich glaube eher nicht. Lassen wir uns halt überraschen. Ne? Dann, wie es Rudi Carrell schon gesagt hatte, lass dich überraschen. Das ist ganz klar, werden Wunder Wirklichkeit, werden Träume wahr, werden Wunder Wirklichkeit, werden Träume wahr, werden Träume wahr, werden Träume wahr. Und dann, ne, genau, ne. So. Wir sind beim zweiten Flieger mittlerweile. Und der ist weg. Und der ist unterwegs. Irgendwie habe ich die Vermutung, das wird nicht hingehen, ne? Was habe ich denn da Schönes? Flughafen wird. Und Recherche Finanzen, hier für oben hier deinen Büro. Bankdarlehen.
Apply for credit in Greece. Kann ich das Kredit nochmal erhöhen gehen? Sollen wir uns diesen Spaß machen? Schauen wir mal, ob ich überhaupt noch kann. Sorry, no offers are currently available. Check back later, when your credit score has improved. Jo. Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich sagen? Cell Airport. Run Airport for at least 15 days. Minimum value of 1.400.000. Erfordert ein CFO mit einem Büro. Erfordert ein Finanz-VP mit einem Büro. Was ist ein Finanz-VP? Was ist ein Finanz-VP? Ah, das hier. Einen Finanz-VP einzustellen, der auch ein CPA ist. Irgendwie war das jetzt gerade nicht so, wie es geplant hat. Ich krieg nichts. Kommerzielle Preisgestaltung. Liege die Preise fest, die die Fluggesellschaften an dich zahlen müssen. Preismodell könnte ich Markt auch verfolgen, dann nehmen wir nur. Hab sowieso nichts. Wartung. Wettervorhersage, mal schön. Mal super. Dreht sich auch um. Dumm. Ja, das ist die vierte und letzte Folge gewesen, oder die vorletzte. Kein Geld, nicht das zu machen, was ich machen möchte.
Ich weiß nämlich nicht, wie sich die lieben auf 500 wir können es nur probieren oder ich kann es einmal nur probieren, ob sich die Fluglinien auch da auf dieser Breite hier einlassen, oder? Wenn ich es hier leicht steigere will. Ich fürchte nämlich, dass ich hier das Geld jetzt nicht zusammenbekomme für den Ausgang. Meine Damen und Herren, wisst ihr was? Ich werde jetzt dieses Spiel abspeichern und dann meinen Test-Account aufmachen. Dort funktioniert das Ganze und mit dem werde ich dann euch morgen das Ganze dann zeigen. Ich danke auf jeden Fall fürs heute Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag und sage Tschüss, Servus und Bye-Bye.